So, der erste typische Lauffehler, den man auch häufiger mal sieht, ist das sogenannte Overstriden. Das bedeutet so viel wie, dass man weit vor seinem Körperschwerpunkt auftritt. Das ist in der Regel dann natürlich ein Fersenaufsatz, wobei man jetzt nicht pauschal sagen kann, dass Fersenaufsatz jetzt nicht gut ist. Wenn man unter seinem Körperschwerpunkt sich treffen würde, wäre das auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn man vor seinem Körperschwerpunkt auftritt, dann wirkt die Kraft entgegen der eigentlichen Laufrichtung, ist also negativ und ist natürlich sehr viel Stress für die Hüfte und den unteren Rücken. Der zweite Lauffehler, und da bin ich auch nicht ganz frei davon, ist das Thema Schultern, die natürlich gerne verkrampfen, also wo man hochzieht, wenn man zum Beispiel schnell rennt und erschöpft ist. Also ich möchte nicht wissen, wie das bei mir bei einem Marathon jenseits von Kilometer 35 aussieht. Ich glaube auch, dass bei mir hier oben dann irgendwann alles relativ fest. Es ist natürlich nicht gut, weil es wird halt sehr viel schwerer, tief im Brustkorb einzuatmen, wenn oben die ganzen Schultern verkrampft sind. Und damit einhergehend ist natürlich auch die Armarbeit wichtig. Also idealerweise sind die Arme weitestgehend parallel und schwingen in einem ungefähr 90 Grad Winkel, vielleicht ein bisschen weniger als 90 Grad, neben dem Körper mit. Ich würde mal sagen, auch bei mir ist es etwas schräger als Laufrichtung, aber es ist natürlich generell nicht gut, wenn man so einen Arm mitführt, weil da natürlich sehr viel Stress im Oberkörper, in der Rumpfmuskulatur vorhanden ist, was einfach nicht richtig in Laufrichtung geht. Dritter Lauffehler, den ich zum Glück bisher noch nicht viel mit zu tun hatte, aber den man natürlich auch sieht, ist eine mangelnde Hüftstreckung. So dieses klassische Sitzen, was man bei manchen Läufern sehen kann. Also, dass man nie eine volle Hüftstreckung hat, werden wir gleich in der Übung noch sehen, sondern immer so ein bisschen absitzt. Der Körperschwerpunkt natürlich sehr niedrig ist, dadurch aber auch relativ schwer, richtig schnell zu laufen, weil man nie aus dieser Position in eine richtige Hüftstreckung kommen kann. Da gibt es eine Reihe von Übungen, die dabei helfen können, beispielsweise Bergansprints, weil da natürlich die Gluteen, also die Gesäßmuskulatur richtig arbeiten muss, und eine starke Gesäßmuskulatur ist auf jeden Fall förderlich für eine richtige Hüftstreckung, natürlich auch in Verbindung mit einer entsprechenden Flexibilität in der Hüfte, also durch Dehnübungen. Da helfen aber generell natürlich auch diese Übungen, die wir schon gezeigt haben, die dynamische Aufwärmübungen und natürlich auch die Steigerungen.